Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße alle, die sich jetzt hier zu dieser Online-Veranstaltung zugeschaltet haben. Wir hoffen, ihr und Sie könnt uns hören. Die Veranstaltung müsste jetzt live sein und Sie müssten jetzt mich in Großaufnahme sehen können. Ich begrüße alle zur heutigen Veranstaltung unter dem Titel Nach der Flucht, das Recht auf Stadt. Die Veranstaltung findet in der Reihe Der utopische Raum statt. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von drei Organisationen bzw. drei Parteien. Zum einen Medico International, die diese Veranstaltung auch als Host hier begleiten, der Frankfurter Rundschau und dem Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Felix Trautmann. Ich werde diese Veranstaltung hier moderieren und durch den Abend führen. Und ich spreche auch heute hier aus dem Institut für Sozialforschung und freue mich, dass Sie hier alle versammelt sind und freue mich umso mehr, dass unsere Gäste auf dem Podium auch hier versammelt sind. Und ja, ich werde jetzt kurz ein paar einleitende Worte sagen, wie wir durch den Abend gehen werden. Wie Sie natürlich mitbekommen haben, macht es das Infektionsgeschehen und die Kontaktbeschränkungen machen es erforderlich, dass das heutige Gespräch rein online stattfinden wird. Für uns alle ist das immer noch eine etwas neue Situation und nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir hier ein anregendes und gutes Gespräch führen können, dass es keine technischen Einschränkungen gibt und dass ja auch etwas von der Dynamik eines Podiumsgesprächs zustande kommt. Wie gesagt, ich begrüße alle, die von zu Hause zugeschaltet sind als Zuhörerinnen. Ich begrüße aber genauso und umso mehr vielleicht unsere Gäste, die heute hier am Podium teilnehmen werden und die ich gleich nochmal näher vorstellen werde. Es handelt sich um Bea Schwager aus Zürich, Duygu Gürsell aus Berlin und zwei Mitgliedern der Gruppe Project Shelter aus Frankfurt. Christina und Samari. Wie gesagt, ich werde gleich alle noch mal kurz vorstellen. Zunächst zum heutigen Abend. Wir werden über die Frage diskutieren, was heißt es, nach der Flucht ein Recht auf Stadt zu haben? Das ist unser Thema und das steht in einer Reihe mit anderen Veranstaltungen, die wir bereits durchgeführt haben und die auch noch kommen werden im Dezember. Die unter dem übergreifenden Titel stattgefunden haben oder stattfinden werden, Frankfurt Global City auf dem Weg zu einer Ethik transnationaler Beziehungen. Der Titel sagt es bereits, es geht dabei auch natürlich um den Kontext Frankfurt, aber heute werden wir natürlich auch etwas weiter ausgreifen, dazu gleich mehr. Der Titel für den heutigen Abend, Nach der Flucht, Doppelpunkt, das Recht auf Stadt, ist mit Bedacht gewählt worden, denn es ist unser Anliegen, zwei Fragen miteinander zu verbinden. Zunächst die Frage, was es heißt, wenn wir sagen nach der Flucht. Was bedeutet das nach? Also welchen Zeitpunkt, welchen Zeitraum beschreiben wir damit? Welchen Zeitpunkt des Ankommens? Des Angekommenseins, welche Dauer des Ankommens ist mit dem Nach der Flucht umrissen, vielleicht auch welche Form des Nicht-Ankommen-Könnens ist damit bezeichnet. Wir wollen uns insofern die Lebensrealität und die Selbstbeschreibung und auch die Selbstbehauptung von Geflüchteten und Migrantinnen ansehen und aus ihrer Perspektive fragen, was es heißt, in einer Stadt zu leben nach der Flucht. Wir werden natürlich auch hierfür etwas genauer auch das Verhältnis von Flucht und Migration bestimmen. Wir werden aber auch diese spezifische Form der Zeitlichkeit, das nach der Flucht, uns genauer ansehen. Diese Frage wollen wir verbinden mit einer Formel, die ja, das als das Recht auf Stadt bezeichnet werden kann, einem besonderen Recht könnte man sagen, einem unbedingten Recht, einem nicht formalisierten oder nicht formalisierbaren Recht, das aber nichtsdestotrotz ein Recht ist, das wir vielleicht für das alle besitzen,
Und das insofern die Frage danach stellt, was es heißt, gemeinsam in einer Stadt zu leben, wer welche Anteile an der Produktion dieses geteilten Lebensraums Stadt hat und welche rechtlichen Fragen, welche politischen Fragen, aber auch welche ethischen Fragen sich daran anschließen. Ich will hier noch nichts vorwegnehmen. Wir haben mehrere Beiträge, mit denen wir gleich beginnen werden. Ich möchte nur betonen, dass wir diese beiden Aspekte nach der Flucht und das Recht auf Stadt durch einen Doppelpunkt verbunden haben. Wir wollen über genau diesen Doppelpunkt auch heute sprechen. Ich werde jetzt kurz unsere Podiumsgäste vorstellen und dann auch gleich das Wort an unseren ersten Gast erteilen. Ich beginne mit Bea Schwager, die im Moment bei mir zumindest in der Mitte der drei Bilder eingeblendet ist. Bea Schwager sitzt in diesem Moment in Zürich und ja, sie ist seit den 80er Jahren in diversen Organisationen und Initiativen politisch aktiv, insbesondere im Bereich Antirassismus, Asylrecht, Migration und Flucht, sowie zum Thema Antisemitismus. Sie war auch, und das darf ich ebenfalls hervorheben, in der entwicklungspolitischen Arbeit bei Medico International in der Schweiz tätig. Sie leitet seit 15 Jahren mittlerweile die Anlaufstelle für Sans-Papiers in Zürich, einer Organisation, die sie von Beginn an mit aufgebaut hat und ja, aus deren Arbeit sie heute berichten wird. Zudem hat sie sich im Verein für die Rechte illegalisierter Kinder sowie seit 2017 im Verein Zürich City Card engagiert und deren politische Arbeit wesentlich mitgeprägt. Und insbesondere was die Zürich City Card angeht, wird Bea Schwager uns heute von den sehr aktuellen Entwicklungen im Stadtrat Zürich berichten können. Und wir freuen uns auf deine Perspektive, Bea, aus Zürich, einer Stadt, die in manchem durchaus eine Verwandtschaft mit Frankfurt hat. Als nächstes begrüße ich aus Berlin zugeschaltet Duygu Gürsel. Sie ist in meiner Darstellung unten in der Mitte zu sehen, hat eben in die Kamera gewunken. Ja, sie ist Soziologin und sie hat an der Middle East Technical University in Ankara einen Bachelorabschluss erworben und an der Humboldt-Universität Berlin über das antirassistische Netzwerk Kanak Attack ihre Masterarbeit geschrieben. In ihrer Forschung und in ihren Publikationen arbeitet sie zur Geschichte der migrantischen Häuserkämpfe und hier insbesondere zur Rolle migrantischer Frauen. Und in ihrer Promotion befasst sie sich insbesondere mit dem Verhältnis von Arbeit und Wohnen, von Fabrik und Stadt, könnte man sagen. Und ja, neben ihrer akademischen Tätigkeit ist auch sie politisch, insbesondere im Feld des Antirassismus, aktiv. Zu guter Letzt möchte ich Christina und Samari von Project Shelter vorstellen. Christina hat auch eben kurz in die Kamera gewunken. Samari ist leider ohne Bild heute mit in der Runde, aber er kann uns sehr gut hören und er wird auch gleich zu hören sein. Beide sind Teil des politischen Kollektivs Project Shelter, in dem seit 2014, wie es in ihrer Selbstbeschreibung heißt, Menschen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung gemeinsam organisiert sind. Sie kämpfen gegen die Situation der Obdachlosigkeit und den Rassismus, den insbesondere jene erfahren, die von staatlichen Strukturen ausgeschlossen sind oder durch diese sogar zusätzlich gefährdet sind. Ein wichtiges Ziel ihrer Arbeit, und dazu werden wir nachher noch mehr erfahren, ist die Etablierung eines selbstverwalteten Zentrums in Frankfurt. Und wie ich finde, haben Sie in den letzten Jahren in ganz beeindruckender Weise auf die Dringlichkeit hingewiesen, die äußerst prekäre Situation von Geflüchteten in dieser Stadt unter allen Aspekten des Lebens in der Stadt ernst zu nehmen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute gleich zu zweit hier vertreten sind und darf vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz auf einen in der gestrigen Frankfurter Rundschau erschienenen Beitrag hinweisen, in dem die Arbeit von Project Shelter auch nochmal vorgestellt wird von Ihnen selber. Der Artikel ist mittlerweile auch online abrufbar. So, noch ein kurzer technischer Hinweis zum Ablauf des Abends. Wir werden zunächst von allen, die ich eben vorgestellt habe, einen kurzen Beitrag hören. An die Beiträge schließt sich dann eine Diskussion, die wir zunächst hier auf dem digitalen Podium unter uns führen werden.
Und danach werden wir aber auch Fragen aus dem Publikum einbeziehen. Wir haben hierzu einen Chat eingerichtet, den Sie auf Ihrem Bildschirm sehen sollten. Und dieser erlaubt es, Fragen zu stellen. Der Chat wird moderiert und betreut von meiner Kollegin hier am Institut für Sozialforschung, Almut Poppinger. Und nicht irritieren lassen, wenn sie schreibt, dann schreibt sie unter meinem Namen, aber es schreibt dort Almut Poppinger. Und bitte stellen Sie gerne im Verlauf des gesamten Abends Fragen. Auch schon zu den einzelnen Beiträgen können Sie Fragen stellen, aber wir werden insbesondere am Ende der Diskussion werden wir auf die Fragen aus dem Publikum eingehen. Noch ganz kurz zur Handhabung. Wir haben uns darauf geeinigt, uns hier auf dem Podium zu duzen und lassen Sie sich auch davon bitte nicht irritieren. Und wir werden den Abend in einer gewissen Mehrsprachigkeit durchführen, nämlich auf Deutsch und Englisch. Ich werde an bestimmten Stellen versuchen, die englischen Beiträge kurz und knapp zusammenzufassen. Und genau, wir werden hin und wieder die Sprache wechseln, aber auch das, hoffe ich, wird für alle nachvollziehbar bleiben. Gut, in diesem Sinne freue ich mich sehr auf diesen Abend, auf das Gespräch, auf die Beiträge, auf die Diskussion. Wir beginnen zunächst mit dem Beitrag von Duygu Özel, werden dann Project Shelter hören und zu guter Letzt Bea Schwager. Und ich gebe jetzt das Wort an Duygu, an dich und freue mich, dass du hier bist und bitte, du hast das Wort. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung, Felix. Und vielen Dank für die Organisation dieser Veranstaltung an alle. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Und dann fange ich dann mit meinem Beitrag an. Also in den letzten Jahren gab es schon viele sichtbare Kämpfe um Stadt und folgende Fragen wurden laut. Wem gehört die Stadt? Wer hat Zugang? Wie ist es hierarchisiert? Wer wird verdrängt? Öffentliche Orten wurden von den Menschen besetzt, die keine Rechte haben, aber trotzdem diese Rechte üben. Das war in dem Sinne Anteil von Anteillosen. In Berlin zum Beispiel Oranienplatz Refugee Camp oder Kotti & Co. Mieterinitiative. Und danach also so dadurch auch solche Initiativen entstanden, also so wie Rekommunalisierungsinitiative und Mietendecke. Die sind nur ein paar Beispiele, also so aus Berlin. Aber ja, in meinem Beitrag geht es mal so um die historische Perspektive. Was manchmal in Vergessenheit gerät oder nie ein Teil von der öffentlichen Diskussion gewesen war, sind die Geschichte dieser Kämpfe. Die Erinnerungen an Mieterkämpfe sind viel mit Hausbesetzern, Mieten und Legenden geladen. Das heißt, die Hintergründe, Widersprüche, die verschiedenen Akteure, Konflikte oder auch Solidaritätserfahrungen dabei unsichtbar bleiben. Mit der Ausstellung Kämpfende Hütten wollten wir uns mit diesem vergessenen Teil dieser Geschichte beschäftigen. Eine von diesen waren die migrantischen Kämpfe um den urbanen Raum. Das hat einerseits mit dem Verhältnis vom Linken zu Migranten und andererseits mit den Problemen des Wissensproduktions über Migration zu tun. Der nationalsoziale Kompromiss bis zum Staatsangehörigkeitsreform von 2000 war, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und die WissenschaftlerInnen haben meistens auch nach diesem Motto geforscht, die heute unter methodologischer Nationalismus kritisiert wird. Damit ist eine große Lücke entstanden, die in den letzten 20 Jahren von kritischen MigrationsforscherInnen versucht wird abzuschließen. Hier arbeiten manche mit der Perspektive Autonomie der Migration. Damit werden die migrantischen Kämpfe nicht als Reaktion gegen Restriktionen, Ausschlussmechanismen, Ausbeutung, sondern als Ausgangspunkt der Analyse genommen. Das heißt, das ist dann anders als die Restriktion vom Anfang an zu definieren und die migrantischen Kämpfe als nur Reaktion zu analysieren. Also wenn wir die Kämpfe als Ausgangspunkt nehmen, können wir auch die entstehende, also in diesen Kämpfen entstehende Konflikte, Widersprüche, aber auch Überschüsse, die offen für andere Möglichkeiten sind, sehen. Und auch die neue Organisation von Rassismus und Ausschlussmechanismen analysieren.
die sich nicht immer eins zu eins reproduzieren, sondern sich ändern. Dadurch entstanden viele Arbeiten zum Thema wilde Streiks, die von MigrantInnen initiiert wurden, oder Legalisierungskämpfe oder Zugang zur Bildung. Zum Thema migrantische Hausbesetzung aus 70er, 80er Jahren bleiben die Arbeiten leider noch dünn. Es gibt die Texte über Frankfurter Hausbesetzungen, wie MigrantInnen Anfang 70er Jahre Häuser besetzt haben und auch Mieterstreiks organisiert haben. Diese Kämpfe waren auch für die damalige deutsche linke Gruppen ein wichtiger politischer Bezugspunkt. Wenn es zum Thema Berliner Kreuzberg-Hausbesetzung kommt, weckt es den Eindruck, als ob es in einer sogenannten Bubble stattgefunden hat, obwohl zurzeit viele MigrantInnen in Kreuzberg gelebt haben. Also jetzt will ich erst ein bisschen diese Geschichte in einem historischen Kontext setzen. Damit gehen wir zum Jahr 1963. West-Berlin hat offiziell angefangen, sogenannte GastarbeiterInnen anzuwerben. Im gleichen Jahr wurden Teile von Kreuzberg, Wedding, Neukölln als Sanierungsgebiet erklärt. Sanierung hieß Kahlschlagsanierung, alte Gebäude abreißen und Neubau. Diese war geplant, in 10 oder 15 Jahren durchzuführen. Bis dahin es war erwartet, dass die Bevölkerung wird dieses Gebiet verlassen. Als GastarbeiterInnen, die isolierte Heime verlassen wollten und sich Zugang zur Stadt mit ihren Familien, Privatsphäre in Wohnungen haben wollten, haben sie schnell bemerkt, dass es ganz schwierig war. Also explizite rassistische Diskriminierung wie "Wir vermieten keine Wohnung an Ausländer" in Anzeigen war es ganz üblich. Die VermieterInnen haben die clevere Idee gehabt, die Wohnungen in Sanierungsgebieten an MigrantInnen zu vermieten, um diese Häuser zu entmieten. Damit haben sie gedacht, sie kriegen viel Miete. Also es gab so einen inoffiziellen Ausländerzuschlag. Und sie haben gedacht, dass die MigrantInnen erschrecken deutsche MieterInnen und die MigrantInnen werden selber sowieso gehen, weil sie Gäste sind, weil temporär gesehen wurden. Damit werden die Häuser entmietet und kann schlagsaniert werden. Aber was sie nicht damit gerechnet haben, war, dass Migranten nicht einfach weggegangen sind und noch dazu alternative junge Leute eingezogen sind. Und diese neue Konstellation hat dann eine Basis geschaffen für eine Bewegung gegen Schlagsanierung und damit gegen die Verdrängung, also so vom armen und rassifizierten Menschen vom Stadtzentrum. Also allein der Fall, dass MigrantInnen nicht weggegangen sind und weiter in diese Häuser gewohnt haben, ist ein Kampf gegen rassistische Stadtpolitik und auch eigentlich gegen die Migrationspolitik. MigrantInnen haben sich in diesen Bezirken eine Infrastruktur gebaut in der Zeit. Damit haben sie einen selbstorganisierten Zugang zur Stadt geschafft. Schlagsanierung würde das kaputt machen. Ohne diese Netzwerke und Infrastruktur würden nicht so viele eine Bleibeperspektive haben. Deswegen funktioniert Stadtpolitik als ein ganz wichtiges Instrument vom Steuern der Migration. Zusätzlich zu diesem unwahrnehmbaren Kampf, also dem Kampf, der als Nicht-Kampf wahrgenommen wurde, möchte ich euch kurz von zwei migrantischen Hausbesetzungen erzählen. In der Diskussion können wir mehr ins Detail gehen. Also erste migrantische Hausbesetzung in Berlin ist im November 1980 in Forsterstraße Kreuzberg stattgefunden. In einem heruntergekommenen Haus in Forsterstraße lebten 29 hauptsächlich türkisch-kurdische Familien mit 40 Kindern in unmöglichen beengten Verhältnissen. Eine alevitische Mieterin hat angefangen, an diesem Mietertreffen in der Nähe teilzunehmen. Obwohl ihr Deutsch nicht so gut war, hat sie trotzdem weiter diese Treffen besucht und engagierte Leute kennengelernt. Sie haben zusammen überlegt, warum nicht die leerstehende zwei Nachbarnhäuser besetzen? Das war Anfangsphase von Berliner Hausbesetzungen. MigrantInnen waren unsicher, was Hausbesetzung für sie verursachen könnte. Sie haben einen prekären rechtlichen Status gehabt.
Aber die wollten auch nicht weiter unter diesen Bedingungen leben. Eines Nachts gingen sie über den Hof ins Nachbarhaus. Nächsten Tag gingen sie als große Gruppe mit UnterstützerInnen ins Bezirksamt und könnten einen Mietvertrag erringen. Sie haben die Wohnung in Selbsthilfe saniert und dann eröffneten sie auch eine selbstverstellte deutsch-türkischsprachige Kita. Die alevitische Mieterin hat ihre Fabrikarbeit aufgehört und hier angefangen, als Erzieherin zu arbeiten. Über diese Kita und mit Straßenfestivals, Straßenfrühstücks wollten sie diese, wie diese alevitische Mieterin ausgedrückt hat, die unsichtbare Grenze, die die deutschen und die migrantischen Lebensräume trennte, durchzubrechen. Und sie haben zum Teil geschafft, eine solidarische Community zu bilden. Noch heute leben einige der damaligen BesetzerInnen im Haus. Das war leider nicht genau der Fall, also für die zweite migrantische Hausbesetzung. Im Februar 1981 haben kurdische und türkische Frauen mit ihren Kindern sowie Mitarbeiterinnen des Vereins TIO, Treff- und Informationsort für türkische Frauen, diese existiert heute noch, aber für alle migrantische Frauen und People of Color, zusammen, sie haben ein Haus in Kotbusser Straße besetzt. Die Frauen waren von einer Alphabetisierungskurs im TIO. Unter denen gab es alleinstehende Frauen oder Frauen, die sich von ihren Männern trennen wollten, aber wegen diesem Wohnungsnot und Rassismus im Wohnungsmarkt nicht eine Wohnung finden konnten. Hier findet die Besetzung anders statt als die andere, worüber auch ein Spiegel-Reporter berichtet hat. Die Handwerker im Haus attackierten die Frauen in einer rassistischen Weise, aber die Frauen schafften, in eine Wohnung zu gehen und die Tür abzuschließen. Währenddessen sammelt sich eine Unterstützergruppe vom Haus. 3 Stunden später kommt ein Vertreter von GSW und sie kriegen den Schlüssel. Der Plan von Tio war hier eine deutsch-türkische und kurdische Hausgemeinschaft zu gründen, als Integrationsprojekt. Dieser Plan funktionierte leider nicht. Die türkisch-kurdischen Frauen sind nacheinander vom Haus ausgezogen. Dieses Beispiel zeigt, wie diese Machtverhältnisse und diese Betreuungsverhältnisse, was auch damals Ausländerpädagogik genannt wurde, zwischen MigrantInnen und Linken sich nicht einfach durch Zusammenwohnen abschaffen lasse. Dagegen zeigt das erste Beispiel, wie durch die Selbstorganisierung dieses Betreuungsverhältnis zu bestimmten Grad durchgebrochen wurde und zu einer solidarische Community Organizing entwickelt hat. Und es war kein Zufall, dass vor allem die migrantischen Frauen eine wichtige Rolle in diesen Kämpfen gespielt haben. Nicht nur, weil sie strukturell zu diesen Reproduktionsarbeiten, zu dieser Reproduktionssphäre gedrängt wurden und vom Wohnungsproblem doppelt betroffen waren, weil auch, dass es eine wachsende feministische Bewegung gab, in der sie sich nicht vertreten gefühlt haben. Diese Kämpfe waren auch ein Teil von diesem Aufschrei gegen die dominante Opferdarstellung von migrantischen Frauen. Also um meinen Beitrag zu den nächsten Beiträgen zu verknüpfen, möchte ich noch das erwähnen, die Geschichte der migrantischen Kämpfe zu analysieren ist wichtig, nicht nur weil es was Emanzipatorisches gibt, weil auch wir die Reorganisation vom Rassismus analysieren können. Wir sehen, dass Stadtpolitik heute immer noch versucht, also durch den Zugang zur Stadt die Migration und Flucht zu steuern und managen, aber in einer viel hierarchisierenden, stratifizierten Form. Diese wird auch unter differenzierte Inklusion diskutiert. Diese Form von Macht funktioniert dann nicht nur durch Ausschluss, sondern auch durch Inklusion. Also meine Frage wäre dann, wie können wir in unseren Kämpfen mit diesen Hierarchisierungen umgehen? Und mit dieser offenen Für den Beitrag, der ja eine nicht nur historische Perspektive eröffnet hat, sondern auch, wie ich finde, die sehr wichtigen Zusammenhänge zwischen den politischen Selbstorganisationsformen, insbesondere der politischen Arbeit migrantischer Frauen in Bezug auf
ja, Wohnungs- und Stadtpolitik. Und wir werden auf die ein oder andere Punkt werden wir natürlich nachher nochmal zurückkommen. Das verbindet sich sicherlich sehr gut mit den anderen Beiträgen. Mein Vorschlag ist, dass wir zunächst einmal weitermachen mit der Perspektive von Project Shelter und ja, am Ende der Beiträge dann die gemeinsamen Diskussionspunkte aufgreifen. Das heißt, ich gebe jetzt das Wort an Christina und Samari. Ihr habt das Wort. Ja, a project shelter, a group of people which is of people without migration history. And 2014 was founded, people saw in Frankfurt. The student tried to accommodate people in their private apartment, but quickly they realized that providing sleeping place is not enough. It has performing part problems. So we need a self-organized center where people can arrive safely and start their life. Try to talk to politicians, but they didn't answer. Then occupation. We did an occupation. The first occupation, we didn't success on the first occupation in Bergerstrasse. Third, we talked to the politician, but they didn't answer. We did a demonstration. The third occupation, we did the demonstration. One was successful, had our bistro for a 1 year after. Going out of bistro, that was the third occupation. Going out of bistro is still organized. We still organized demonstration and against racism. Can you jump in, please? Yeah, our concrete political struggle is the right to stay and the right permits them to come to Germany and search for work. But to be able to get the right to stay, they have to have a Anmeldung, like a registration address, and a job. So in a expensive city like Frankfurt, you can imagine how hard it is to find both at the same time. So with this list, but also doing political solidarity work. So we organize sleeping places for the people who arrive safely because we don't have a center yet. But we also support each other financially because also people need financial means when they arrive or when they lose their jobs. But we also go together to Ausländerbehörde, for example, because yeah, sometimes it's easier when a white German-speaking person sits next to you, as that you get treated differently in Ausländerbehörden. And one important part of our work is also to fight against the structural reasons that bring people into these positions. And for Frankfurt, it is a multicultural city and people with different backgrounds live here. It's a big city and also job perspectives are quite well. And that is one of the reasons why people also come to Frankfurt to start their life here. But one reason which makes it really hard for people to start their life here is, as I said, to have an Anmeldung and a job in the beginning at the same time. But at the same time, they have to do Vorrangprüfung. And while for people with refugee status, the Vorrangprüfung was abolished or set to a pause until now, for people who don't have this refugee status but who are
which you would call in German Drittstaatsangehörige, which have a legal permit in another European country. For them, it's still taking place, which means the job perspectives or the jobs they can do are really precarious ones. And they also have really issues with working conditions, finding a job, getting denied with the working contracts all the time. And this is another part which is making arriving in Frankfurt and living in Frankfurt really hard in the beginning for people here. And yeah, so these are the issues that make it hard for people to arrive and stay here, as well as the political sphere, because politicians, they mostly say, yeah, you're a good group, you do a good job, but they don't want to give us a self-organized center. Firstly, they say occupations, we will not give you a self-organized center. But on the other hand, they also say, we are not responsible for these people. For refugees, yes, we have the obligation to provide them with housing. For people with this kind of status, we are not, we don't have the application obligation to, so we will not help you with a self-organized center. And so for us, it's always a struggle between finding sleeping place, trying to get a center, but yeah, the political will is not there, so we're still looking for one. And yeah, that's, I think, for it at the moment. And maybe we can talk later about more points with the situation for people after arriving here in Germany and Frankfurt. Ja, ganz herzlichen Dank, Christina und Samari, für diesen Bericht aus der Perspektive eurer Arbeit und natürlich auch die Beschreibung der Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir wollen gleich nach dem Beitrag von Bea Schwager darauf zurückkommen, genau auf diese Fragen, die ihr jetzt am Ende nochmal aufgeworfen habt. Ich würde nichtsdestotrotz vorschlagen, dass wir gleich weitermachen mit dem Beitrag von Bea Schwager, die jetzt zugeschaltet ist und die uns von ihrer Arbeit in Zürich berichten wird, die, ja, auf die ich sehr gespannt bin. Bea, du hast das Wort. Ja, guten Abend an alle und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über unser Projekt in Zürich berichten zu können, die Zürich City Card, die gestern einen entscheidenden Schritt vorwärts gekommen ist. Ich starte dazu. Die Folien, aber es geht nicht. Okay. In der Stadt Zürich leben ungefähr geschätzte, man hat ja keine Zahlen über Sans-Papiers, also Migrantinnen und Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Aber es gibt wissenschaftliche Schätzungen, die davon ausgehen, dass in der Stadt Zürich zwischen 10 und 14.000 Sans-Papiers leben. Der größte Teil von ihnen sind sogenannte primäre Sans-Papiers, die nie einen Aufenthaltsstatus gehabt haben in der Schweiz. Und daneben die sekundären Sans-Papiers, das sind all jene, die eine Aufenthaltsbewilligung, über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt haben, aber diese aus irgendeinem Grund entzogen worden ist oder nicht verlängert worden ist. Und zu dieser Gruppe gehört auch, aber das ist die kleinste Gruppe, die abgewiesenen Asylsuchenden. Also Zürich ist relativ klein, also wenn wir von 10 bis 14.000 Sans-Papiers ausgehen, in der Stadt Zürich, dann ist das jede 30. Person, die ohne geregelten Aufenthaltsstatus in Zürich lebt. Sans-Papiers gehören zum vulnerabelsten und am stärksten marginalisierten Teil der Bevölkerung. Grundrechte und Völkerrechte stehen ihnen zwar zu,
Die Einforderung ist aber schwierig bis unmöglich, weil jedes Mal, wenn Sie ein Recht einfordern, droht die Gefahr, dass Sie dabei verhaftet und ausgeschafft werden. Sie haben keinen Zugang zur Justiz und nur einen erschwerten Zugang zum Gesundheitswesen, keinen Zugang zum Wohnungsmarkt, also Sie können selber keine Wohnung mieten oder keinen Wohnraum mieten, Sie können kein Bankkonto eröffnen, Sie können keine Versicherungen abschließen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Bundes-, also der gesamtschweizerischen und der kantonalen Ebene, und da haben wir bis jetzt aufgrund der politischen Zusammensetzung des Kantonsparlaments und des Schweizerischen Parlaments keine Möglichkeit gehabt, die Situation zu verbessern. Darum haben wir uns, weil eben die Verbesserungsmöglichkeiten auf kantonaler und gesamtschweizerischer Ebene nicht gegeben waren, auf die Stadt Zürich konzentriert, wo die politische Zusammensetzung eine andere ist, und nach pragmatischen Lösungen gesucht. Unsere Vorbilder waren die Sanctuary Cities in den USA und Kanada, die eine Politik verfolgen des sogenannten Don't Ask, Don't Tell, also frag nicht nach dem Aufenthaltsstatus, und wenn du weißt, was für einen Aufenthaltsstatus die Person hat oder eben nicht hat, dann erzähl es nicht weiter. Und sie funktionieren auf der Einsicht, dass ein Gemeinwesen nicht funktionieren kann, wenn ein Großteil der Bewohnerinnen die öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen oder den polizeilichen Schutz, nicht nutzen können. Zum Konzept Stadtbürgerinnenausweis. Die Stadt stellt einen städtischen Ausweis aus für alle Stadtbewohnerinnen und Bewohner, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und der Nationalität. Dieser Stadtausweis soll als rechtsgenügliche Legitimation dienen gegenüber Polizei und auch sonstigen Behörden und zum Teil auch privaten Anbietern und diskriminierungsfreien Zugang zu städtischen und privaten Dienstleistungen ermöglichen und eben auch ermöglichen, dass nicht mehr nach Aufenthaltsstatus kontrolliert werden kann in der Stadt Zürich, weil diese Zürich City Card, also dieser Stadtbürgerinnenausweis, eben genügen soll als Ausweisdokument. Wir haben uns dabei bei diesem Konzept stark orientiert an beispielsweise der Stadt New York City, die bereits seit einigen Jahren so einen Stadtausweis eingeführt hat. Die Ziele von einer, wir nennen sie Zürich City Card, das ist aber ein Arbeitstitel, sind die Normalisierung des Alltagslebens und die Verbesserung der Lebenssituation von Sans-Papiers. Wir denken, erhoffen uns aber auch eine Solidarität mit den Sans-Papiers mittels Nutzung der Zürich City Card durch möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich mit regulärem Aufenthaltsstatus und damit die Stärkung einer solidarischen und städtischen Identität. Zugleich soll diese Karte auch Vereinfachungen von Abläufen beim Zugang zu städtischen und privaten Dienstleistungen erbringen, eben dass nicht jedes Mal die Gefahr besteht, dass Sans-Papiers, wenn sie so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, riskieren, verhaftet und ausgeschafft zu werden. Nun, wie sind wir vorgegangen? Wir haben im Ende 2015 Gespräche gesucht mit der Stadtregierung, erste Gespräche zu dieser Idee der Zürich City Card, und zwar zuerst intern im Rahmen eines politischen Kunstprojektes zu Urban Citizenship der Schädhalle Zürich. Dann 2016 haben wir dann diverse Gespräche mit der Stadtregierung geführt. Es gab dazu auch viele Medienberichte. Und die Stadt hat uns versprochen, Abklärungen vorzunehmen und uns zunächst um Stillhaltung gebeten. Und die Stadt hat dann in der Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe gebildet.
In der Stadt Zürcher Verwaltung wurde im Sommer 2017 eine interdepartementelle Arbeitsgruppe gebildet zum Thema Sans-Papier und Zürich City Card, die die Handlungsspielräume für die City Card ausgelotet hat. Es wurde damals dann ein erstes juristisches Gutachten in Auftrag gegeben bei der Universität Zürich, die ganz in unserem Sinne ausgefallen ist, also für uns sehr positiv ausgefallen ist. Dann hat sich aber im September 2018 zwar die Regierung von Zürich öffentlich als verantwortlich für die Sans-Papier erklärt und erklärt, dass sie sehr daran interessiert sei, Möglichkeiten von Urban Citizenship für Zürich zu evaluieren, aber sie hat sich sehr skeptisch gegenüber der Einführung einer Zürich City Card geäußert. Wir unsererseits haben dann im Sommer 2017 einen Verein gegründet, den Verein Zürich City Card, und haben eine Support-Karte, eine Support-Zürich-City-Karte lanciert, unser Ziel war, dass möglichst viele diese Support-Karte bestellen und damit eben zum Ausdruck bringen, dass sie sich ausweisen würden mit einer Zürich-City-Card, wenn diese dann bestehen würde. Ab im Herbst 2017 war dann Wahlkampf und die Zürich City Card war eines der wichtigsten Themen im städtischen Wahlkampf und die Kandidatinnen und Kandidaten wurden jeweils auch gefragt, wie sie sich positionieren zur Zürich City Card und damals haben sich mehr als 80% der Kandidierenden für die Zürich City Card ausgesprochen. City Card, wir haben das Mittel der Petition ganz bewusst gewählt und nicht das Mittel einer Initiative, die eigentlich stärker wäre, weil Initiativen können Sans-Papier nicht unterschreiben, Petitionen aber schon. Und dann haben wir in kürzester Zeit 8.500 Unterschriften gesammelt und diese dann überreicht an die Stadtpräsidentin von Zürich. Die sieht man hier im Bild in der Mitte. Gleichzeitig wurden im August 2018 eine Motion deponiert von Vertreterinnen und Vertretern dreier linken Parteien. Also Gemeinderat ist das städtische Parlament, welche diese Motion hat die Einführung der Zürich City Card gefordert. Im August 2000, also noch im selben Monat, wurde die Motion als dringlich erklärt. Und Ende Oktober 2018 hat eine Mehrheit von 61 Stimmen für die Einführung der Zürich City Card gestimmt. 42 waren dagegen und 12 haben sich enthalten. Also eine sehr große und deutliche Mehrheit hat sich für die Einführung der Zürich City Card ausgesprochen. Ab diesem Datum hatte die Stadtregierung 2 Jahre Zeit, einen Vorschlag zur Umsetzung der CityCard auszuarbeiten. Sie hat zunächst ein weiteres Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches sich damit auseinandersetzen sollte, wie sich die Zürich CityCard zu übergeordnetem Recht, also zu kantonalem Recht und zu staatlichem Recht verhält. Dieses Gutachten war wiederum bei der Universität Zürich in Auftrag gegeben und dieses Gutachten kommt zum Schluss, dass die Stadt Zürich befugt ist, eine Zürich City Card auszustellen und dieser Ausweis als Dokument gegenüber der Polizei und anderen städtischen Amtsstellen rechtsgültig ist und nicht gegenüber geordnetes Recht verstößt. Das war für uns natürlich sehr wichtig, denn das hat uns sehr geholfen, diese beiden Gutachten. Und gestern hat sich der Stadtrat dann in einer Medienkonferenz zur City Card positioniert und sich für die Einführung der Zürich City Card ausgesprochen und für weitere Maßnahmen zur deutlichen Verbesserung der Situation von Sans-Papier, unter anderem den Zugang zu den Stadtspitälern für Sans-Papier, auch ohne Krankenkasse.
Das sind die neuesten für uns bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Citizen Card und wir hoffen, dass es jetzt vorwärts geht und dieser Ausweis bald ausgestellt werden kann. Ja, vielen Dank, Bea. Du bist fertig. Ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen abrupt abgebrochen. Ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend und in der Tat könnte das Timing des heutigen Gesprächs gar nicht besser sein. Also wir freuen uns auch mit euch, dass die Arbeit auch Erfolge gezeigt hat, dass die Aussicht auf weitere Schritte positiv stimmen und dass wir am Fall Zürich natürlich auch vielleicht nicht nur für Frankfurt, sondern für viele Städte vielleicht etwas lernen können über die Frage des solidarischen Engagements einer Stadtgesellschaft, aber auch über die Frage des kooperativen Charakters seitens der Stadtpolitik, seitens verschiedener Institutionen, die da involviert werden. Also wir werden darüber auch gleich weiter diskutieren. Ich möchte ganz gerne mit einer ersten Fragerunde beginnen, die vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht, nochmal etwas weiter vorne ansetzt. Und zwar fand ich in allen Beiträgen äußerst interessant, wie doch deutlich wird, dass die Ankunft in einer Stadt oder der Aufenthalt in einer Stadt von Menschen, die eine Fluchterfahrung haben, die eine Migrationsgeschichte haben, die wie in den Beispielen auch von Duygu über Arbeitsmigration etwa in eine Stadt gekommen sind, inwieweit vom ersten Moment an sich sowohl Fragen stellen, die den rechtlichen Status betreffen, die Organisation des Lebens, des Alltags betreffen, die aber auch teilweise das schiere Überleben betreffen, die aber auch gleichzeitig unmittelbar die Frage der geteilten Situation, der geteilten Erfahrung aufwerfen. Und insofern relativ schnell, und das fand ich in allen Beispielen sehr spannend zu hören, die in allen Fällen unmittelbar die Frage natürlich auch der politischen Organisation aufwerfen. Meine erste Frage an euch alle wäre, und das können wir sowohl anhand eurer konkreten Beispiele diskutieren, das können wir aber auch im Wechsel der Beispiele diskutieren. Meine Frage wäre, wie ihr einschätzen würdet, was denn letztlich die größten Widerstände sind, auf die diese Menschen treffen, auf die diese politische Arbeit oder diese politischen Kämpfe treffen, also sowohl in Bezug auf die staatlichen und städtischen Institutionen, aber auch in Bezug auf die Gesellschaft, in die Mehrheitsgesellschaft, die Stadtgesellschaft, die Öffentlichkeit. Also wie würdet ihr das beschreiben? Also was sind die Entschuldigung, jetzt war ich, glaube ich, kurz weg. Kann man mich wieder hören? Okay. Also was sind die Widerstände, auf die diese Arbeit, diese politische Organisation gestoßen sind? Wir haben ja schon einige Elemente gehört. Und die zweite Frage, die ich auch aus allen Beiträgen jetzt heraus entwickeln wollen würde, wie würdet ihr beschreiben, den Widerspruch, der besteht, nämlich einmal zwischen der eigentlich auch politischen und gesellschaftlichen Anerkennung der höchst prekären politischen und ökonomischen Lage von Menschen, die in dieser Stadt neu und auch ungeschützt ankommen, und dem gleichzeitigen Ausbleiben realer politischer Konsequenzen, also im Bereich des Rechts, der
im Bereich institutioneller Angebote etc. Also das wären meine beiden Fragen und ich bin ganz offen, wer beginnt. Ja, Duygu, möchtest du? Ja, ich glaube, ich kann dann anfangen mit den Hindernissen. Ja, ich glaube, wie wir alle wissen, also so, was für Hindernisse also so die sogenannte Gastarbeitergeneration also so gehabt hat, war diese Politik, also so, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und diese Erwartung, also so, sie werden gehen. Und eigentlich also so was diese Erwartung also so in dem Sinne, dass sie dann also Zugang zum Wohnungsmarkt gehabt haben, also war auch genau also so wegen dieser Erwartung, also komischerweise in, mindestens in Westberlin, dadurch haben sie Zugang zu diesen Häusern gehabt, also so wenn sie auch heruntergekommen sind, weil das vom Staat und dann also so vom Vermietern auch also so erwartet wurde, dass sie dann weggehen. Also in diesem Fall also so ist also so hat Hindernis so funktioniert, dass es also so MigrantInnen eine Infrastruktur bauen könnten. Und also das betrifft so diese Politik. Und wenn wir also so an die Öffentlichkeit also so denken, und wenn wir über 80er Jahre denken, das war also so ein rassistische Klima, also so war schon dominant. In Westberlin, in Kreuzberg, also so wurden diese Türken raus, also so gesprayt. Und das war nicht nur also so ein rechtes Slogan, also so, das war auch so eine Parole, also die dann auch die Leute, die nicht als Rechte kategorisiert wurden, also so auch das ausgesprochen haben. Also es gibt zum Beispiel also so von dieser Zeit Beiträge, also so diese Magazinbeiträge, also zum Beispiel City Magazine, da gibt es ein Beitrag, also so, wo sie diese Frage stellen, Türken raus, ist das Rassismus? Also und da sie kommen zu den Schlussfolgerung, nein, also so ein Stadtteil stirbt und also so, nee, das ist nicht Rassismus. Und es gibt zum Beispiel also so ein Interview mit den Leuten, die damals also so auch in diesem Fabrikkämpfe zusammen, also so mit Gastarbeitern zusammengekämpft haben, die werden interviewt und also so, sie diskutieren auch so aus so einem möglichen Ausländerstopp. Und das, also das war so plötzlich so aussprechbar, also so in 80er Jahren. Und ja, also so, ich würde das so beschreiben, also dass dieses Klima schon rassistisch war, aber wie ich erzählt habe, es gab also so auch natürlich solidarische Gruppen, die das auch ermöglicht haben, also dass es solche Bündnisse entstanden sind oder dass es dass diese eine zum Beispiel Hausbesetzung auch so zu einem Art von Community Organizing sich entwickelt hat. Ja, genau. Die zweite Frage habe ich vergessen. Aber vielleicht also so wollen die noch die anderen. Ja, vielleicht im Fall, in Bezug auf deine Beispiele, könnte man die Frage ja auch nochmal so stellen, dass die eben im Fall der Gastarbeiterin, dass die Anwerbung eben stattgefunden hat und dass aber gleichzeitig die, ja, die Ermöglichung eines gleichberechtigten politischen Lebens auch eingeschränkt wurde und dieser Aufenthalt natürlich auch immer als ein begrenzter oder auf eine bestimmte Zeit begrenzter gefasst wurde. Und dass es da ja doch durchaus ein Widerspruch gibt, der in diesen Kämpfen auch aufgegriffen wurde, dass nämlich einerseits die Anwesenheit erwünscht oder auch akzeptiert wurde oder auch gewollt war, aber gleichzeitig eben die politische Selbstbestimmung permanent eingeschränkt wurde. Dieser
Das war der zweite Teil der Frage. Aber wir können jetzt auch gerne in der Runde mal weiterfragen und auch die Frage an Samari, du meldest dich, du machst dich bemerkbar, wenn du etwas sagen möchtest. Samari, you can hear us, I hope, and please let us know if you want to contribute something. Yeah, I can hear you. Christina, if you can say something, maybe I will add something. Okay. So the first question was to resistance that was also within the society. And I think in our case, it's a lot of structural reasons which make it, which form the resistance that people get also. We have a lot of members who were deported because they were, they were controlled by the police while they were going shopping or anything, and their visa expired, so they were deported. And this is one reason which makes it really hard, like the laws that make it hard for people to start here, and that also makes our political work kind of hard because people are struggling, people are leaving a lot of times because their visa expires or their Voranprüfung was denied and they try it in a different city where it seems easier and so on. So that is one, like, structural reasons are really making it hard. But on the other hand, it's also the political will. In Frankfurt, there is not the political will to give a group a self-organized center. We have been in discussions with the city since our beginning. And only with the occupations, they started talking to us because they had to talk to us, because it was in the press, because we took their houses. And still then, they say, we are not responsible for you. You can maybe apply or let's see, but there's no political will there, except for maybe few parties, but the ruling parties, and most of the other parties are rather seeing us as they think they are annoying us all the time, but we will not give them anything. That's our feeling, at least. Yeah, to add what Christina said was really, 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 we have a lot of political challenges. For example, I remember we did a demonstration and there is a guy of us that he followed us to the demonstration, and then because all the white people were throwing something on the air, and then only him, because he's person of color, and he throws something on the air, and then the cops just follow him direct to control him. And then unfortunately he have an Italian residence, he have only 3 months to stay there, and they tell him we should bring his passport, and they deport him back to Italy. It's like the same person have a freedom of movement, as the same person is in our project, and we try our best. The people should have the permit stay, because if without these people, we cannot work together. We work together with the same people, and then the police divide us, because in Project Shelter we are mix of people. We are mix of people, black and white, and we don't mind where you come from or your background. And one thing I like about the project, and one thing we are trying to do, and we change how the society works. Example, we have people that doesn't speak the language. If they go to migration office, they need a translator who will help them to translate the German to them. But if you go there alone, they don't want to talk to you. They tell you, go and bring translator. And we try our best to help people to go with them together in the migration office.
And several times we talked to the city. I remember it was 2015 we talked to the city. And then the city tell us that we don't know that we are accommodating illegal immigrants in the city. If someone die or if someone have a problem or die in someone's house, it's going to cost a lot of money to the city. And then the city advised us to not accommodate someone in the private houses. The student tried to do that, but the city ignore us. They tell us that we should not do that because they call us as a criminal. Yes. Thank you so much, Samari, for your perspective. Vielleicht kann ich diese Frage dann auch nochmal an Bea weitergeben. Aber also ich denke, wir haben jetzt schon gehört, dass nicht nur der gesellschaftliche Rassismus und auch der institutionelle Rassismus natürlich eins der wesentlichen Hindernisse ist. Aber ganz interessant jetzt auch im Fall von Project Shelter natürlich, dass es eine gewisse Zurückweisung einer Verantwortlichkeit wird durch ganz grundlegende Fragen der Selbstorganisation und natürlich der Gefährdung der freien Bewegung in der Stadt. Darf ich die Frage jetzt nochmal an Bea weitergeben, die ja offensichtlich zusammen mit anderen in Zürich es geschafft hat, diverse Widerstände in der Stadtpolitik, aber vielleicht auch in der Gesellschaft zu überwinden oder zumindest. So notgedrungenermaßen führen sie ein Leben in der Anonymität und sind auch nicht präsent in der Öffentlichkeit, können sich nicht artikulieren, können nicht Forderungen stellen. Und darum war das Thema auch so lange eigentlich unter dem Deckel gehalten. Aber im Jahr 2000, 2001 sind ganz viele Sans-Papiers aus dem Schatten getreten, haben sich sichtbar gemacht mit verschiedenen Besetzungen von Kirchen in verschiedenen Städten. Und da hat man quasi auch von Seiten der Politik zum ersten Mal die Sans-Papiers, konnten da auch partiell sehr viel erreichen zugunsten der Sans-Papiers, beispielsweise, dass ein Schulbesuch problemlos möglich ist, dass auch subventionierte Hortplätze möglich sind, dass Förderung möglich ist, Zugang zur Frühförderung für Sans-Papiers und verschiedene Möglichkeiten eröffnet wurden. Aber das größte und der gesamtschweizerischen Ebene mit unserer Hauptforderung eigentlich nach einer kollektiven Regularisierung aller Sans-Papiers. Da konnten wir bis anhin eigentlich kaum etwas erreichen. Ja, vielleicht eine Rückfrage, die auch schon im Chat gestellt wurde, wie das diese Karte auch Erfolg haben wird in der Einführung. Und vielleicht könntest du dazu noch mal kurz etwas sagen. Also das Interesse am Geschehen rund um die Zürich City Card ist sehr groß, wirklich sehr, sehr groß und wäre. Und da haben sehr, sehr, sehr viele Leute haben diese Karte, diese Supportkarte bestellt. Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch der Fall sein wird, wenn effektiv und Einwohnern der Stadt diese Karte unaufgefordert, dass die Polizei für sich zur Maxime gesetzt hat, dass sie keine Vertreterinnen der Stadtpolizei eben nicht an diese Maxime. Und dasselbe könnte natürlich auch sein in Bezug zur Zürich City Card. Aber da fordern wir einfach eine wirklich gute Schulung der einzelnen Polizeibeamtinnen und Beamten, dass das nicht passiert. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne ein paar der Punkte nochmal aufgreifen, die jetzt eben genannt wurden und vielleicht die Frage nochmal etwas weiterspielen. Man könnte ja vielleicht versuchen zu sagen, es gibt durchaus eine Bereitschaft über die Frage der
von der Situation von Geflüchteten und auch der prekären Situation von Migrantinnen zu sprechen unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe oder auch der Integration. Jetzt scheinen mir die Beispiele, die ihr alle gebracht habt, nochmal eine ganz andere Perspektive aufzumachen, die und deshalb ja auch diese Idee, den Abend auch unter der Frage des Rechts auf Stadt in diesem sozusagen starken politischen Sinne zu stellen, nämlich, dass ihr alle durchaus Beispiele gebracht habt, in denen es nicht um die einfache Frage der Zuteilung von Grundrechten geht, also nicht nur oder auch nicht nur die einfache Integration in eine bestehende Gesellschaft, sondern in denen wir beobachten können, dass äußerst, also Akteure, Menschen mit äußerst prekärem Status, das Vermögen, aus dieser Situation herauszutreten, sowohl staatliche Institutionen zu adressieren, als auch die Gesellschaft als Ganze zu adressieren und damit eine ganz besondere Form der politischen Handlungsmacht unter Beweis werden kann, die zeigt, dass nicht nur die Voraussetzungen dieser politischen Arbeit oder dieser politischen Widerständigkeit, dass die Voraussetzungen enorm große sind und dass die dass sie auch unter schwierigen Bedingungen sich vollziehen müssen und auch nur unter solidarischen Bedingungen oder Unterstützung funktionieren, dass sie aber gleichzeitig genau diese Selbstbehauptung der politischen Handlungsmacht von Geflüchteten und prekären Migrantinnen gleichzeitig natürlich auch immer wieder auf diesen Widerstand stoßen, in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und ich würde euch gerne auch nochmal alle in einer kleinen Runde einladen, zu sagen, wie ihr diese Idee der politischen Handlungsmacht versteht. Also wie ist sie in der Gesellschaft, wie sind diese Akteure in der Gesellschaft positioniert und wie vermögen sie es, wie Bea auch eben nochmal schön gezeigt hat, aus der Unsichtbarkeit herauszutreten und sich als politisch gleichwertige Akteure in der Gesellschaft zu behaupten. Und vielleicht könnt ihr etwas über die Voraussetzungen dieser politischen Handlungsmacht nochmal sagen, aber auch über diese emanzipatorische, aber auch sozusagen selbstbehauptende Kraft, die in diesen Praktiken steckt. Ich weiß nicht genau, wer anfangen möchte, aber ihr seid alle gerne eingeladen. Wer möchte beginnen? Ja, dann beginne ich mal. Für eben Sans-Papier ist es extrem schwierig, diese politische Handlungsmacht auszuführen, weil, wie ich schon vorhin geschildert habe, sie können ja nicht an die Öffentlichkeit treten oder nur unter der Gefahr, eben verhaftet und ausgeschafft zu werden. Und gleichzeitig sind sie in einer dermaßen schwierigen Situation, dass sie eigentlich täglich um ihr Überleben kämpfen müssen, weil sie halt am Existenzminimum leben, also praktisch kein Einkommen haben und sich mit alltäglichen Sorgen umherschlagen müssen und gar keinen Spielraum haben, gar keine Möglichkeit haben, sich irgendwie politisch zu organisieren. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen in Zürich. Das ist einerseits ein Collectivo Sin Papeles, ein Frauenkollektiv von Sans-Papier-Frauen aus Lateinamerika, die seit vielen Jahren so organisiert sind und die auch unsere Anlaufstelle mitgegründet haben und bei uns im Vorstand präsent sind, aber eben auch gegen außen ihre Forderungen vertreten. Und das andere ist die Autonome Schule Zürich, die zwar nicht ausschließlich von Sans-Papier besucht wird, aber auch von vielen Sans-Papier. Das ist ein Ort, wo Deutschunterricht erteilt wird und aber auch jeder und jede die Möglichkeit hat,
Angebote zu Weiterbildungen zu offerieren. Es ist eine eben autonom organisierte Schule, die auch sich immer wieder politisch positioniert. Aber das sind ganz wenige Beispiele für politische Artikulation von Sans-Papier. Ja, vielen Dank. Du wolltest, glaube ich, auch was sagen. Ja, ja, ich würde also so von zwei Arten von diesem Handlungsmarkt reden. Eine ist also so diese sichtbare, diese Kämpfe, die wir als Kämpfe wahrnehmen können. Und dann also so andere ist also so diese unsichtbare Kämpfe. Und ja, ich würde sagen, also diese Handlungsmacht also so hat, also haben nicht nur, natürlich nicht nur die Migranten und Geflüchtete, also so, es geht um die Leute, die dann nicht gleiche Rechte haben oder die diese Rechte haben, also so auf dem Papier, aber nicht gleich das also so ausüben können, und die müssen diese so erkämpfen, also niemand gibt also so einfach diese Rechte. Und ja, und zu diesem also so unsichtbaren Kämpfe, also so, wenn wir zum 70er, 80er Jahre gucken, also so, dass da, das ist genau also so diese, dass die Migranten da einfach geblieben sind, also so ist für mich also so ein Teil von diesem unsichtbaren also so Kämpfe, also die nicht als Kampf wahrgenommen wird. Also so nach diesem Politik wurde es erwartet, dass sie gehen, aber die sind einfach da geblieben und die haben also so auch so ein Zugang zur Stadt geschafft. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Zugang zu selbstständige Tätigkeit. Das war nicht erlaubt also so für Gastarbeiterinnen. Und sie haben das also so einfach das gemacht und dann also so durch diesen Praxis mussten die Politiken also so da in einer Weise entgegenkommen. Und so haben sie also so diese ein bisschen nicht so prekäre Rechte also so, und dann also so ein bisschen gesicherte Rechte bekommen, also so mit, Ende 70er Jahre, damit sie auch so zum Beispiel selbstständig arbeiten dürften, manche. Genau, da entsteht aber auch also so diese Hierarchisierung, also nicht alle, und dann manche kriegen das, also so manche nicht, und ja, aber das ist eine andere Diskussion. Ja, vielen Dank. Darf ich noch Christina und Samari von Project Shelter fragen, ob ihr etwas beitragen wollt? Ich will auch gleichzeitig alle, die noch zuhören, und ich hoffe, dass die Verbindung immer noch stabil ist. Ich habe Nachricht bekommen, dass sie nicht hundertprozentig stabil ist. Aber ich möchte alle, die von zu Hause aus zuhören, einladen, ja, Fragen zu stellen, und die werden wir gleich hier auch aufgreifen. Ein paar habe ich schon versucht aufzugreifen. Und genau, wenn die Verbindung instabil ist, das nur als technischer Hinweis, manchmal muss man das Fenster nochmal neu laden. So, aber jetzt Christina und Samari. Und Duibu, du wolltest auch nochmal was sagen? Dann erst später, also okay. Erst. Ja. Mm-hmm. Yeah, maybe I can start and Samari, you can maybe join in then. We discussed this also within our group a lot of times. What are the possibilities of people? And the ones who don't have the right to stay yet and who are also illegalized, because we also have sans-papier in our group, they feel very limited in their political agency. They are sometimes afraid to go to demonstrations if police does racial profiling next to the demonstration, or yeah, to stand up for their rights, because then their face is visible and yeah, they are visible, and then the police or institutions know they don't have the right to stay. But on the other hand, we also try within our group to try to find ways how everybody can get political. For example, when we did the occupations, we had different levels. We said, okay, the ones who want to organize this, who want to
participate but are afraid to get caught by police or something, they can contribute in a different way. And the ones who are risking a persecution because they went inside this house, they are also free to do that. So we try to find ways how to, so everybody can get involved, but don't fear persecution by the police or by the state. But yeah, on the other hand, it's always a difficult topic because also people are afraid when they get political active and their name is somewhere that when their status gets prolonged, maybe it has, it affects it and so on. So it's always a struggle, but maybe you can also contribute to that, Samari, as well. Yeah, thank you for that. We have a lot of people in our group. They have the same issue that they have no right to stay. But sometimes, like how Christina said, we try to help each other. We try to help each other because when you have a demonstration, there's a lot of people will say, oh, they don't want to go to the demonstration. In case if they get controlled by the cops, it's going to be a big problem for them. And I remember we were having a meeting in somewhere and the police just came there. We didn't know that there's another group that they did something, and then we don't know that the another group did something there, and then we were having a meeting, is regular meeting, and we were inside and the cops came there inside. They control everyone over there, and then we had they control even three people over there, and sorry to say, and then two of them get deported, and then there's a one that who is in the process to have his papers, and then they tell him to go back where he come from. We try our best for that, but it's very difficult for us, those who doesn't have permit of stay. Sometimes even if we call them to come and join us, if we are doing something, they tell us that if they get control, because we try to have a private lawyer before we organize, and we have a lawyer and we talk to the lawyer, and then the lawyer tell us that in case if we have a problem and we should call the lawyer. I remember we had a problem with someone that who doesn't have a papers, and we called the lawyer, and then the lawyer say he cannot do nothing. By the next 2 weeks, we heard that the person was deported where the original country where he come from. I think it's very hard to kind of disturb those who doesn't have a permit of stay. It's very, very, very hard. Ja, vielen Dank auch an euch für die Beschreibung der enormen Schwierigkeiten und auch Gefahren, der man sich aussetzt, wenn man ohne geregelten rechtlichen Aufenthaltsstatus sich politisch in der Gesellschaft bewegt. Ich glaube, alle Beispiele, die wir gehört haben, unterstreichen noch einmal, auf welchem schwierigem Terrain sich Gruppen auch bewegen und ja, wie enorm erforderlich es ist, dass diese Arbeit eben Solidaritätsbekundung aus der Gesellschaft erfährt. Und ich habe noch eine letzte Fragerunde, aber ich würde jetzt, glaube ich, mal ein paar Fragen aus dem Chat aufgreifen, die auch an einzelne von euch gestellt wurden, hier auf dem Podium. Zum einen die Frage an Bea Schwager, die Frage, was die neue Citycard ermöglichen würde und zugleich, welche Zugänge zu Gesellschaft sie normalisieren würde und inwieweit diese Initiative auch über Zürich hinaus ausstrahlen könnte. Das ist die eine Frage. Und an Project Shelter die Frage, was sozusagen das Ziel des selbstverwalteten Zentrums ist. Also geht das um die Unterkunftsmöglichkeit und als ein, wie es hier heißt in der Frage, ein Informations- und Welcome-Zentrum? Oder vielleicht auch soll es mehr darstellen. Also so wie ich eure Arbeit auch verstehe, geht es ja neben diesen ganz praktischen Fragen des Überlebens
und der Organisation des Alltags, natürlich auch um die Frage des Gemeinsamen, des Sozialen und des geteilten Alltags. Also vielleicht könnt ihr beide jeweils auf die Fragen antworten. Und es können, dürfen gerne noch weitere Fragen im Chat geschrieben werden. Wir greifen die dann hier auf. Wer möchte anfangen? Bea? Ja, dann beginne ich mal. Die Zugänge, die die Zürich City Card ermöglichen soll, für uns das Allerwichtigste ist, wie ich schon gesagt habe, die Anerkennung durch die Polizei, also dass die Sans-Papiers nicht mehr ständig in dieser extremen Angst leben müssen, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, dass sie irgendwo angehalten und kontrolliert werden und dabei eben riskieren, festgenommen und ausgeschafft zu werden. Das ist für uns das Allerwichtigste, das wir verbinden mit dieser Zürich City Card. Aber wie gesagt, das ist eigentlich schon relativ gut erschlossen. In den letzten Jahren konnten wir da sehr viel erreichen. Zugänge zum Gesundheitswesen, aber das soll jetzt nochmal auch erleichtert werden. Und dann der Zugang zu allen, zu der Bildung, also nicht nur zu der obligatorischen Bildung, sondern auch postobligatorische Angebote, zu beispielsweise etwas, das profan tönt, aber also sehr wichtig ist, die Bibliotheken. Das gibt es jetzt, Sans-Papiers können keine Bibliotheksausweise im Moment erstellen lassen und haben keinen Zugang zu Bibliotheken, aber eben das ganze Spektrum an städtischen Angeboten, das eben besteht, das soll alles auch für Sans-Papiers offen sein. Wir haben uns eigentlich auch noch erhofft, dass es die Möglichkeit, dass die Zürich City Card die Möglichkeit bieten wird, dass Sans-Papiers eine Anzeige machen können, wenn sie Opfer werden von Verbrechen, beispielsweise Opfer von Gewalt, auch häuslicher Gewalt. Sans-Papiers können zwar eine Anzeige machen, aber sie sind dabei jeweils der sehr großen Gefahr ausgesetzt, dass sie verhaftet und ausgeschafft werden. Darum machen sie keine Anzeige, keine Strafanzeige und verharren beispielsweise sehr viel länger in gewaltförmigen Beziehungen als andere Personen, die sich eben dagegen wehren können. Da ist aber uns jetzt signalisiert worden, dass im Hinblick auf die Möglichkeit von solchen Strafanzeigen, aber auch als Zeuge und Zeugin aufzutreten vor Gericht, dass da noch weitergehende Gesetzesänderungen nötig sind, damit das so durch die Sans-Papiers in Anspruch genommen werden kann. Was die Ausstrahlung der Zürich City Card auf andere Städte betrifft, also fast zeitgleich oder ein bisschen nach uns haben andere Städte bereits auch gestartet mit ähnlichen Projekten. Also am weitesten fortgeschritten neben Zürich ist es in Bern. Aber es sind in praktisch allen größeren Städten der Schweiz sind solche Initiativen am Laufen. Und das wäre natürlich die Riesenhoffnung, dass da möglichst viele gleich tun und dass wir das irgendwann auch ausdehnen könnten auf nicht nur städtisch die Stadt Zürich, sondern eben auch auf die Agglomeration und auf das ganze Gebiet. Ja, vielen Dank. Ich denke, in Frankfurt sollte man auch darüber nachdenken, ob es nicht auch von Zürich aus auch in andere Städte ausstrahlen könnte. Und ich hoffe, dass Städte wie Frankfurt davon lernen können, von den Erfolgen, die ihr gehabt habt durch eure politische Arbeit, aber auch die stadtpolitischen Interventionen. Darf ich nochmal an Christina und Samari das Wort geben? Die Frage, was umfasst eigentlich das selbstverwaltete Zentrum? Also ist das, was sind die, sage ich mal, praktischen Aspekte, aber was sind auch die politisch und kulturellen Aspekte, die ihr mit diesem Zentrum verbinden würdet?
Samali, maybe you want to answer to what our self-organized center would look like, what would happen in there? Yeah. Before 2015, we already had a discussion, a group that it will look like everyone is welcome, no matter where you come from. Everyone is welcome over there. Even if you are a citizen, you are a foreigner, we welcome everyone over there. And then we have, because we have different people, and we learn with the people, like people, the people are kind of, because the people are, we have a people, they have a different background. And we said that maybe it's not like a ruse, but we will put some instruction into the house, that's in case, because we have some people like they will go outside and drink alcohol and come and make some kind of problem, and maybe sexual harassment or like this. And we, as a group, we discussed like the house will be welcome to everyone, but we would try to control and then see how people react. If they don't react very good, and maybe we try to kick them out, but if they come again, we will accept them. That's how we discussed in 2000, that was 2015, our first occupation, that is welcome to everyone in Frankfurt, especially those who are sleeping on the street, because we have a lot of people that are sleeping on the street in Frankfurt. I still will open the U-Bahn station, the underground station, the metro station will tell the people to sleep there. But we try, if we have our center, we can help people to come there to warm their body, because it's very important for us. That's how we plan for our center. Yeah, and maybe to add, like we don't only want sleeping places there, but we want it to be a cultural center as well. It should have all functions, like people could have their Anmeldung there, could have sleeping places there, but we also want to make events. During the time when we had our bistro, when the third occupation was kind of successful, because it was not, because it was not the center, we could do some events there, because we had the space, but nobody could sleep there. So that would be our idea of this center, like cultural things, speeches, getting together, different groups can meet there, but also people could have a starting place for sleeping and Anmeldung there. So it would be a whole package, kind of, yeah. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit, es gibt jetzt noch weiter, ich koordiniere hier gerade den Blick in den Chat und so, Entschuldigung, ich bin hier gerade wieder rausgeflogen, aber wir haben jetzt, glaube ich, noch 10 Minuten für eine Abschlussrunde. Es gab eben nochmal Rückfragen an Duygu und auch an Bea. Leider sind die Fragen aus meinem Chat verschwunden. Vielleicht könnt ihr darauf reagieren, vielleicht zuerst du, Duygu, und dann Bea nochmal. Es ging, glaube ich, um die Frage der Grundversorgung und Gesundheitsversorgung im Fall Zürich und die Berlin. Die Frage an Duygu, die ist leider nicht mehr in meinem Chat sichtbar, ich glaube, zum Geschlechterverhältnis. Duygu, möchtest du beginnen? Und dann würde ich eine letzte große Fragerunde machen und dann dieses Gespräch auch beenden. Duygu. Ja, ich habe die Frage nicht genau verstanden. Also so, was wird dann damit gemeint, also mit dem Backlash beziehungsweise forciert frauenfeindliche beziehungsweise frauendegradierten Einstellungen? Also das kann ich da besser antworten, wenn ich dann weiß, was jetzt damit gemeint ist. Vielleicht will inzwischen also Bea
die Frage antworten? Also der Zugang zu den öffentlichen Krankenhäusern, zu der öffentlichen Gesundheitsversorgung ist für Sans-Papiers in der Schweiz seit 2003 möglich. Allerdings, also und zwar gibt es eine Weisung des Bundesamtes für Sozialversicherungen, das sagt, dass Sans-Papiers auch Zugang haben zur Grundversicherung der Krankenkasse und auch ein Anrecht haben auf die Prämienverbilligung. Also das ist eine staatlich ausbezahlte Verbilligung geknüpft an die Krankenkasse. Allerdings, also und es passiert, dass es läuft so, dass wenn Sans-Papiers beispielsweise im Hinblick auf einen bevorstehenden Spitalaufenthalt, aber auch wenn sie im Notfall landen, dann eine Krankenkasse abschließen. Also wenn sie im Notfall landen, dann werden wir kontaktiert durch die Sozialdienste der Spitäler und dann schließen wir rückwirkend eine Krankenkasse ab, so dass der Spitalaufenthalt gedeckt ist. Oder eben im Hinblick zum Beispiel auf eine Geburt machen wir das schon im Vorfeld, dass wir eine Krankenkasse abschließen. Allerdings ist das riesige Problem, dass Sans-Papiers eben sich eine Krankenkasse gar nicht leisten können, selbst mit der Prämienvergünstigung. Also für Kinder ist es okay, weil für Kinder ist die Prämie mit der Prämienvergünstigung auf null. Aber für die anderen ist das einfach immer noch viel zu teuer, dieses System der Krankenkasse. Der Staat hat mitgeteilt, dass in Zukunft Sans-Papiers auch ohne Krankenkasse die Spitäler, also die Stadtspitäler besuchen können, also dort Behandlung erhalten, auch ohne Krankenkasse. Ja, vielen Dank. Und also vielleicht nochmal an Duygu, vielleicht versuche ich mal eine Reformulierung dieser Frage. Also vielleicht könntest du nochmal etwas dazu sagen, inwieweit die Frage der politischen Handlungsmacht selber nochmal unter Gender-Gesichtspunkten interessant zu betrachten ist. Also inwieweit gerade die politische Praxis migrantischer Frauen auch auf frauenfeindliche Reaktionen gestoßen ist auf also vielleicht innerhalb und außerhalb dieser Communities und vielleicht hast du dazu noch einen Beitrag oder eine Perspektive, die du mit uns teilen möchtest. Also in Bezug zu Wohnkämpfe oder also ich meine, es gab also so immer natürlich Sexismus und es gab auch immer so Kämpfe dagegen. Und jetzt würde ich sagen, also so die migrantische Frauen und Women of Color sind also so viel besser organisiert. Und auch geflüchtete Frauen also so in Berlin sind besser organisiert. Ja, kämpfen gegen diese Zustände und auch also so in Öffentlichkeit also so kriegen mehr Raum als die Zeit also von der ich erzählt habe. Okay, ja. Vielen Dank. Noch Fragen, aber haben wir noch Zeit für nichts? Wir haben noch Zeit und ich habe auch noch eine Frage, aber bitte, wenn du an die anderen hier im Gespräch Fragen stellen möchtest, bitte. Ja, also ich würde erstmal mehr was fragen. Erstmal Gratulation also so für euer Erfolg. Und ich habe nur diese Frage, also zwei Fragen gehabt. Gibt es Bedingungen, also um diesen Card zu bekommen? Und dann noch eine Frage, also gab es solche reaktionären Widerstände, also so in dem Sinne, jetzt wenn wir so einen Card einführen, also so, dann werden die alle am Papier hierher kommen. In dem Sinne, gab es solche Widerstände und wie seid ihr damit umgegangen? Und dann habe ich eine Frage zu Project Shelter. Maybe I ask it in English. Do you also work with other refugee groups or other anti-racist groups? And is there a bigger alliance and what are your experiences with this solidarity groups?
Thank you. Ja, prima. Bea, möchtest du beginnen? Ja, also zu den Bedingungen können wir, kann ich noch nicht viel sagen, weil das wird jetzt erst genau ausgehandelt, was das für Bedingungen sein werden. Also das ist ja jetzt ganz neu, dieser Entscheid vom Stadtrat. Was wir denken, was eine Bedingung sein wird, ist eben, dass Sans-Papiers in der Stadt Zürich wohnen. Wir vom Verein Zürich CityCard fordern, dass es auch für Sans-Papiers, die in der Agglomeration wohnen, notgedrungenermaßen, weil die Wohnungen in der Stadt Zürich einfach viel zu teuer sind, die aber als ihren Lebensmittelpunkt die Stadt Zürich sehen oder die Stadt Zürich für sie den Lebensmittelpunkt darstellt, dass auch diese Personen, also auch diese Sans-Papiers Anrecht haben auf einen Stadtausweis. Dann bei den Widerständen, die gibt's natürlich schon, als der Gemeinderat beschlossen hat, dass er diese Motion sehr deutlich gutgeheißen hat, gab es Widerstände von bürgerlichen Parteien, insbesondere von der SVP. Also das ist eine ganz rechts agierende Partei. Und zwar haben sie das Referendum angedroht. Das heißt, es könnte zu einer Abstimmung kommen in der Stadt Zürich über die Einführung einer Zürich City Card. Aber ehrlich gesagt sehe ich da nicht so, also das macht mir nicht so Bauchschmerzen. Also ich denke wirklich, die große Mehrheit der Stadtbevölkerung steht hinter dieser Zürich City Card. Was natürlich auch sein kann, ist, dass es Klagen geben wird. Und da haben wir aber schon von einzelnen Vertretern der Stadt gehört, dass sie bereit sind, das dann durch die gerichtlichen Instanzen zu ziehen und diese Zürich City Card zu verteidigen. Ja, vielen Dank. Und die Frage an Project Shelter, vielleicht wollt ihr dazu noch mal was sagen zu eurer Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, mit anderen Akteuren? Ja, we work with other groups, especially groups like it's like Teachers on the Road, because they have they teach German course, especially when people come newly in Frankfurt, they don't speak Dutch. And we try to tell them to go to Teachers on the Road because they teach a German course for free. And especially if we want to organize some demonstration, we call all the groups in Frankfurt to share ideas, to give us some guidelines. And we are working with all the groups in Frankfurt, especially for my point of view. I think we work with many groups in Frankfurt. We collaborate everything together, and we are good with the groups in Frankfurt. Yeah, we also try to work together with groups regionally, or also German-wide or even European-wide. But I think sometimes it's the capacity thing. Like we try to create these networks. We are in some networks, but sometimes there's this capacity thing that that hinders us to make bigger alliances sometimes. But we try at least. And yeah, we have quite some contacts, as Samari has already said. Ja, vielen Dank. Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Ich möchte noch einmal alle einladen, einen kurzen Gedanken auf das utopische Moment der Formel des Rechts auf Stadt zu verwenden. Wie ihr wisst, es steht auch diese Veranstaltung in der Reihe der utopische Raum. Und ich denke, alle eure Beiträge und die Diskussion hat wunderbar gezeigt, dass sich die Aktivitäten, die politischen, die ihr beschreibt, nicht nur im Bereich der Frage der Ausweitung von Teilhabemöglichkeiten vollzieht, dass es nicht nur um Grundversorgung und Grundrechte geht, sondern dass es auch um eine spezifische Frage dessen geht, was eigentlich das Leben in der Stadt auszeichnet, über die
Frage des Wohnens und des Arbeitens hinaus. Die Formel des Rechts auf Stadt ist ja insofern interessant, wie ich auch eingangs gesagt habe, dass es kein verbürgtes Recht ist, sondern vielleicht eher eine Art unbedingtes Recht, das dazu einlädt, eben diesen Gedanken, ja, was Stadt eigentlich bedeutet und weshalb alle, die in dieser Stadt sind, auch das Recht haben, diese Stadt mitzugestalten. Ja. Die Stadt verstanden als ein kollektiv geteilter, aber auch ja, kollektiv gestalteter Raum, die Stadt als ein Ort des kulturellen, aber auch des lebendigen Austauschs. Und wenn ihr mal nochmal einen kleinen Schritt zurücktretet von diesen sozusagen ganz konkreten Anliegen, um die es geht, wie würdet ihr formulieren, dass in euren Beispielen oder in eurer eigenen Arbeit Stadt, also was versteht ihr unter diesem Recht auf Stadt? Was ist das utopische Moment der Stadt? Was ist das auch politische Versprechen, auf das hin diese Arbeit zielt? Also wir haben, glaube ich, schon Elemente davon gehört. Also es geht natürlich auch um ein Leben ohne Angst. Es geht ein Leben ohne die Angst vor ja, rassistischer Polizei, vor ein Leben ohne Angst vor Abschiebung. Aber vielleicht darüber hinaus, wie würdet ihr dieses Recht auf Stadt und das utopische Moment dieser politischen Kämpfe, in denen ihr euch bewegt, wie würdet ihr das beschreiben? Vielleicht könnt ihr dazu noch mal eine kurze Schlussrunde machen, bevor wir hier zum Ende kommen. Wer möchte beginnen? Yeah, zu groß die Frage. Yeah, maybe we can start. And somebody can also say something then as well. Yeah, I think for us it means the right to the city means the right to stay and the right to live wherever you want to live, that and to live in a decent way, which also means for example with the city card in Zurich, the right to healthcare, the right to school, the right to education, but also to a decent housing, not only in small rooms, and that it should be possible for everybody, no matter which status they have or which passport they have. Yeah. Samari, you want to join in? Yeah, I want to add something. I'm very impressed and very interested with the Zurich. The city card was very, very interesting. I'm very impressed. And I wish someday the same things should come to Frankfurt. And one thing I will add is we need a city that all people are welcome, a justice, no matter what you have a papers or you don't have a right permit of stay, you are welcome. That's what I want to say. Yes, thank you. Wer möchte als nächstes sprechen? Ja, ich kann hier vielleicht gleich anschließen. Also ich schließe oder stimme diesen beiden Vorrednerinnen zu. Das gilt auch für meine Position. Und ich wünsche mir auch, dass eben Sans-Papier nicht nur oder alle Menschen in der Stadt Zürich nicht nur Zugang haben zu den städtischen Dienstleistungen, sondern dass sie auch politische Rechte bekommen, dass sie mitentscheiden können über die Dinge, die geschehen in der Stadt, dass sie sich selber auch wählen lassen können. Es geht nicht an, dass ein so großer Teil der Bevölkerung, also in der Schweiz ist das ein Viertel der ganzen Bevölkerung,
ohne die Staatsbürgerschaft ausgeschlossen ist von den politischen Rechten. Also das wünsche ich mir sehr dringlich. Das wäre für mich sozusagen der nächste Schritt. Und der übernächste Schritt wäre die Hoffnung, dass es gar keine Zürich City Card mehr braucht und gar keine Ausweise mehr braucht, dass wir eben ein Miteinanderleben, das Menschen nicht klassifiziert in zu gewissen Zugehörigkeiten, sondern dass wir ein Leben organisieren ohne diese Abgrenzungen und Ausgrenzungen und Diskriminierungen. Ja, vielen Dank. Die letzte in der Runde, Doigu. Okay. Ja, wir können uns alles wünschen, oder? Das ist offen. Also ich würde mir wünschen, dass alle gleiche Rechte haben und das ist ein Ort, wo es nicht nach Papiere gefragt wird und wo es nicht also so, wo die Leute, die einen anderen Namen haben, sich rechtfertigen müssen und wo die Frauen nicht im Reproduktionsarbeiten verdrängt werden und dann, wo die sich ja sicher in einem Stadt fühlen können. Und so ein Stadt, wo die Menschen nicht ausgebeutet werden und dann ein Stadt, wo es zu den Menschen gehört, also so nicht zu irgendwelche tausende Firmen, also so, die nicht mal also so in Berlin sind, also so gehören und dass es einfach zu den Menschen gehört. Mhm. Ja. Ja, das wunderbar. Würde ich mir wünschen. Vielen Dank. Also ich denke, wir sehen, dass all diese Fragen nicht nur historisch weit zurückreichen, dass wir in die Anfänge der Häuserkämpfe sehen können und dort schon Fragen finden, die immer noch sehr aktuell sind. Und ich finde auch, dass schnell klar wird, dass der städtische Raum, dass er natürlich in den verschiedenen konkreten Städten, dass sich ganz ähnliche Fragen stellen, ganz ähnliche Herausforderungen und natürlich auch ganz ähnliche politische Träume, die dort gelebt werden, schon oder an denen gearbeitet wird. Und insofern freue ich mich, dass wir hier die Möglichkeit hatten, auch diese sehr unterschiedlichen Beispiele gemeinsam und nebeneinander zu diskutieren. Ihr habt es zum Teil in euren Beiträgen auch schon erwähnt. Die ganze Frage nach dem Recht auf Stadt steht natürlich in einem breiten politischen Kontext, in dem es um Fragen der solidarischen Städte, der Zufluchtsstädte, der Sanctuary Cities geht, der Stadt für alle etc. Also wir können natürlich auch mit Blick auf viele Großstädte im globalen Norden, aber auch im globalen Süden feststellen, dass dort mit ganz ähnlichen Mitteln, mit ganz ähnlichen Anliegen und ganz ähnlichen Visionen oder Utopien an dieser Frage des Rechts auf Stadt gearbeitet wird oder auch politische Maßnahmen schon in Kraft sind, die das ermöglichen. Ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, hier in diesem Medium alle zusammenzukommen. Ich hoffe, für alle, die hier zuhören und noch zuhören, war es sowohl technisch als auch inhaltlich gut möglich, dem Gespräch hier zu folgen. Für uns war das auch neu, diese Arbeit mit einem reinen Online-Podium. Aber ich denke, etwas von der Dynamik und der Gesprächsform ist auch hier geblieben. Und ich freue mich, dass Sie zu Hause dabei waren. Ich freue mich sehr, dass Bea Schwager, Duygu Gürsel, und Christina und Samari vom Project Shelter hier dabei waren. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei euch für die Beiträge, für die Diskussion und für die interessanten Einblicke in eure Arbeit, aber auch dafür danken, dass ihr diese Einladung angenommen habt, mal über Da bin ich wieder. Ja, danken darf ich euch auch dafür, dass ihr die Einladung angenommen habt, hier gemeinsam über weitere Horizonte dieser Arbeit zu sprechen. Und ich darf euch, die hier auf dem Podium sind, noch einladen, kurz zu einer kleinen Nachbesprechung, Backstage. Und alle anderen, die noch zuhören, wünsche ich einen sehr schönen Restabend. Ich darf auch mich noch bedanken
für diejenigen, die hier nicht sichtbar waren, aber an der Umsetzung dieser Veranstaltung beteiligt waren. Das sind von Medico International Katharina Fester, die, was vielleicht nicht sichtbar war, aber eben doch die Bildregie hier geführt hat und die Vorbereitungen für diese Online-Veranstaltung vor allem gemacht hat, zusammen mit ihren Kolleginnen bei Medico. Ich darf mich auch bei Almut Poppinger bedanken, die den Chat hier betreut hat und die Übersetzung im Hintergrund getätigt hat. Und ja, in diesem Sinne darf ich mich verabschieden und es wird noch eine letzte Veranstaltung in dieser thematischen Reihe des utopischen Raums zur Global City Frankfurt geben, und zwar Mitte Dezember. Und da wird es um die Frage der Handelsketten gehen. Es wird um den Flughafen Frankfurt gehen und den Standort Frankfurt im Netz der globalen Handelsketten. Wir werden Sie werden Informationen dafür auf den Seiten von Medico International finden, des Instituts für Sozialforschung und der Frankfurter Rundschau. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede mich jetzt hier und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, entweder online und vielleicht in naher Zukunft auch wieder auf Podien in Präsenz vor Ort. In diesem Sinne, machen Sie es gut, macht's gut. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss.